Servus, wir sind's, eure und nur eure Verkostungsfront. Heute wieder mal mit Riesling. Und zwar Riesling aus Franken, aus Württemberg und einen vom Mittelrhein haben wir dabei. Ne? Und Baden haben wir auch einen oder zwei mit drin. Ja, jedenfalls ein bisschen querbeet. Und wo ist denn eigentlich mein Glas? Achso, das steht schon da. Es ist alles für den Chef vorbereitet. Es ist durchlettert. Und wo ist der Chef, wenn schön schon alles vorbereitet ist? Wo ist er jetzt? Ich sitze auf dem Stuhl. Achso. Dann komme ich mir da gar nicht so vor. Weil du von hinten die Fäden ziehst. 278352. Hier nicht die Wahrheit sagen, kriegt man sofort eine Kontrollnummer um die Ohren kauen. Das ist zu klein. Bitte. Ja. Es ist zu klein, bitte. 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 Danke. Ist recht gelb in der Nase, ne? So eine fast schon spürbare Phenolik. Ja, man glaubt da tatsächlich schon ein bisschen phenolig zu riechen. Und es ist ein bisschen gelbe Würze und natürlich gelbe Frucht. Ein bisschen was Florales. Und dunkelbeeriges. Ja, so ganz leicht. Ja. So. Da kommt auch gleich der Gerbstoff, nachdem das auch ein bisschen riecht, ne? So ein bisschen sandig und ein bisschen die Frucht noch zudeckend. So ein bisschen Sesam. Sesam kriegt er, ja. Die Frucht ist aber bis auf diesen Hauch dunkler Beeren im Hintergrund überwiegend hell, ne? Jawohl. Jawohl. Ich wäre hier verhöhnt. Was wollte ich nachschreiben? Den Sesam. Hm. Ja, so leichtes Bitter, oder? Phenolisches. So eine ganz leichte Süße, oder? Ja, so ein Hauch Zucker hat er. Aber das fällt nicht arg auf. Gerade weil halt so dieses phenolisch-bitterliche doch recht prominent ist. Und, muss man dazu sagen, auch am Gaumen so relativ hell wieder, so kreidig wirkende Mineralik schon auch mitspielt. Ne? Was grinst du so? Was hast du hier zu grinsen? Nix. Du brauchst jetzt. Achso. Weil ich gerade an kreidige Mineralik gedacht habe. Bitte. Und da grinst du dann? Hm? Dann amüsierst du dich. Weil wo soll das herkommen? Oder wie? Nee. Ist ja recht, von mir aus. Grinsen besser als andersrum. Ja, steht bei 87, kann eigentlich damit gut leben. Ja. Es ist, wie gesagt, auf der einen Seite ist es leichte Bitter, aber auf der anderen Seite hat er gewisse Substanz, es ist mineralig da, vernünftiger Säurebiss. Das ist schon ein großes Gewächs, das wir da haben. Das ist 21, Michelbach Apostelgarten von Höfler. Höfler fällt immer wieder mal mit richtig guten Rieslingen auf. Das war halt dann vielleicht doch nicht so das ideale Jahr dafür. Kostet 39. 278280. War das deutlich? Ja. Das riecht doch noch ein bisschen gelber, oder nicht so gelb, sehr gelbfruchtig. Ah, ich finde es eher pflanzlicher. Den findest du pflanzlicher als den Vorgänger? Ja, ich finde ihn pflanzlicher als den Vorgänger. Das sehe ich. Ein bisschen tabakig. Genau, andersrum. Blätter, tabakig ist er ja, das stimmt. Und ja, Blätter. So ein bisschen. Hui. Ja, das sind so leicht rauchige Töne. Ja. Das ist so ein bisschen unkonventionell. So, die Farbe ist ein bisschen tiefer und wirkt so ganz, ganz leicht trüb. So eine Spur Avocado hätte ich. Oh, das ist tatsächlich nicht schlecht.
Ja, das ist ganz trocken, das ist recht saftig. So feine, marmorierende Säure. Wieder so was Rauchiges. Noch ein bisschen so hefig, spontan gärig schmeckt das noch ein bisschen. Das ist deutlich hefig. Ne? Ich würde ihn auch jetzt noch nicht trinken. Nö. Dann hat er leichte gelbe Würze im Hintergrund, dann doch eine recht deutliche Mineralik, was Salziges. Das hat erfreulich Leben, das Ganze. Mhm. Das ist ein bisschen ein ungewöhnlicher Stil mit seiner Phenolik, aber das ist eine sehr positive Phenolik, das ist kein Bitter. Das ist eher anregend, speichelziehend. Das ist nicht ewig tief, aber es macht richtig Trinkspaß, oder? Ja. Ein bisschen Avocado hat er auch angekommen. Innen raus auch ein bisschen, ja, das stimmt. Uah, die Hochstelltaste erwischt. Da stimmen die 7 auch, ne? Mhm. Aber er macht mehr Trinkspaß. Das muss man ihm schon zugestehen. Das ist Beurer. Das ist der Gipskäuper 21. Der kostet. Das ist deutlich bezahlbarer. Ja, ich habe da bis 15. Also er kostet, glaube ich, am Hof 14 Euro irgendwas. Und dafür macht es doch Laune. 278, 278. Auch so noch ein bisschen reduktiv und spontan gärig und rauchig. Es hat helle und dunkle Nosen drin, ne? Ja, ist ein bisschen mehr auf der Zitrusseite als der Vorgänger. Aber hat auch so was Schwarzbeeriges im Hintergrund, das stimmt. Wieder relativ saftig, bisschen würzig, so ein Hauch sesamartig ist auch der. So leicht. Aber minimal. Ich ja, ja. Beim ersten deutlich. War wesentlich deutlicher, das stimmt. Also ein bisschen so gelbe Würze ist da drin, so ganz feine Zestenaromatik ist da dabei. Ist ja dann einen guten Biss. Ja, und schon auch wieder, ist dem Vorgänger eigentlich nicht unähnlich. So diese Fruchtaromatik ist eine andere. Aber auch der hat diesen positiven Gerbstoffgriff. Der ist jetzt vielleicht ein Hauch trocknender im Moment als der Vorgänger. Aber es ist trotzdem sehr gut und macht auch Spaß. Das stimmen die 87 auch, oder? Ja. Ja, das war jetzt eigentlich zu erwarten, dass das nochmal Beurer ist. Das ist sein Schilfschandstein 21. Ich habe da im Netz schon Bewertungen bis 95 gelesen, das ist natürlich totaler Unfug, aber das macht einfach Spaß, kostet auch 15 Euro oder knapp 15 Euro und das passt doch. 395475. Das riecht herb und relativ fest. Auch noch ein bisschen reduktiv. So ganz leicht. Ich habe Grapefruitschale drin stehen, aber das ist auch sowas, ne? So ein herber Zestenton. Ja, so in die Richtung geht, sondern hat es minimal was leicht Exotisches. Ich habe Ananas reingeschrieben. Das hat er. Aber es ist unaufdringlich. Ja. Mhm. Der ziemlich helle Frucht. Also nicht nur gelb, sondern so was Weißfruchtiges dabei. Er wirkt recht kühl, oder? Hat eine sehr lebendige, schön durchgezeichnete Säure. Mhm. Hinten raus kommen auch wieder so schwarze Beeren, schwarze Johannisbeeren. So ganz leicht, ja. Aber der Haupteindruck ist hell. Auch die Mineralik wirkt sehr hell, oder? Die ist hell. Und ein bisschen so musikhefige Noten noch am Gaumen. Finde ich sehr
sehr schön ausgewogen. Wirkt ganz trocken, wirkt elegant. Wie gesagt, durchgezeichnet. Das ist alles am richtigen Fleck. Das steht bei 8. Ich finde das gut. Ja, sind schon 88 und das stimmt auch. Die Minerale kommt hinten raus auch nochmal deutlich. Hat einen schönen Griff. Und zieht auch nochmal gut an. Ist auch nicht übertief und komplex, aber wirklich sehr gut. Ach, das ist ganz erstaunlich, weil das ist nämlich pickelstumpf. Das ist der Rotlauf, großes Gewächs. 21. Und was erstaunlich ist, die haben oftmals ein bisschen Restzucker drin. Das hat der gar nicht. Das ist mal ganz knochentrocken. Trinkt man gern. Ich meine, großes Gewächs ist ein bisschen hoher Anspruch. Aber es ist ein Wein, den man wirklich gern trinkt. Kostet halt 39. 394611. Ist ein bisschen floral. Ja, aber sehr kühl. So hellfloral fast, oder? Ja. Und ein bisschen nussig und hefig. Mhm. Ja, so minimale Reduktion hat er anscheinend auch noch. Das wirkt eine Spur süßer. Auch relativ hell in der Frucht. Noch so ganz leicht gedeckt, habe ich den Eindruck. Auch am Gaumen wieder florale. Und da finde ich die schwarzbärigen Töne fast ein bisschen deutlicher noch. Döne. Ja, ich finde den Rotlauf schöner. Das ist halt, ja. Aber dann müsste es die 88 sein. Ja, es sind trotzdem 88. Es ist ja auch gut abgestimmt, auch wenn er ein bisschen süßer ist. Aber das stört hier eigentlich nicht wirklich. Die Mineralik ist etwas verhaltener. Aber es ist schon trotzdem sehr gut gemacht. Es trinkt sich auch wirklich gut. Das sind schon 88. Aber. Persönlich ziehe ich den. Oh. Da war halt auch, das ist ein, nein, es ist 22. Das ist reiner Sauer. Das ist Escherndorf am Lumpen 1655, großes Gewächs. Kostet 31. Ist normalerweise schon auch deutlich stärker, ne? Es hat das Jahr halt nicht hergeben. 394770. Das riecht recht frisch, kräuterig, pflanzlich. Hat in der Nase schon so ganz leicht schwarzbärige Anteile. Ein bisschen Pilze. Also ganz zart. Aber ansonsten ist das eine recht klassische Zitrus-Steinobstnase, oder? Ja. Noch ganz leicht hefig, nur so nussig hefig am Gaumen. Die Frucht weitgehend ziemlich hell. Feine Säure, das wirkt recht herb, ne? Rote Johannisbeeren und was auch Johannisbeerblätter im Hintergrund. Ja, und der hat jetzt mal so was leicht Fencheliges wieder. Ja. Ja, passt aber auch. Aber ganz gute Substanz. Ne? Ja, das hat eine gewisse Festigkeit und Spannung noch. Noch ist gut. Aber noch nicht. Nee. Ich bin eigentlich, finde ich, immer noch den Rotlauf am schönsten von denen. Ich meine, den können wir ja mal bei neuen reinstellen. Ich glaube es zwar nicht, aber wir können es probieren. Weil im Moment ist das immer noch mein Favorit. Ja, das ist wieder ein großes Gewächs. Diesmal ist es Wisching. Iphöfer Julius Echterberg.
ist das 21. Das ist schon alles guter Wein, aber die Tiefe, die Nachhaltigkeit, das ist ja jetzt nicht auch nicht ewig lang, für große Gewächse finde ich ein bisschen knapp. 277601. Ganz schön dunkle Farbe. Ja, das ist wieder, wie man sieht, das ist deutlich hochfarbig. Ja, ja gut, das ist auch ein völlig anderer Typ. Das riecht ja fast wie Orangewein. Ja. Es hat viel gelbe Würze. Nussige und lebige Töne. Ja. Ist nussig, ist hefig, hat auch so eine ganz leicht riechbare Phenolik. Du hast übrigens zweimal gelb gewürzig drinnen stehen. Oh. Macht doch aus den einem pilzig. Stimmt nämlich auch. Ja. Ich kann doch nicht pilzige Würze schreiben, das ist ein wenig komisch. Echt? Hm. Mhm. Das ist recht fest. Auch das ist ziemlich saftig. Hat auch wieder viel gelbe Würze. Hefige Noten. Bisschen was Florales. Florale Töne. Viel, sehr, sehr feinen Gerbstoff. Und viel Salz. Ist ja nicht nur Töne, schon viel Salz. Naja, da könnte man jetzt über mehr nachdenken, ja, mit der Substanz. Finde ich auch. Das wird es ihm auch geben. Ich gebe es die tiefe Sorte. Ich glaube, ich weiß, was das ist. Da war der Kleine schon so überzeugend. Das ist der Sandhase, ja, von Siegloch. Jedenfalls, das schmeckt. Ist wie gesagt, nochmal so einen richtigen Speckton. Ja, so ein bisschen grüner Speck. Ne? Und greift nochmal schön zu und bleibt trotzdem sehr saftig. Ja, ja, das ist Siegloch. Das macht schon echt Spaß. Man muss halt ein bisschen diesen Orange-Typ mögen. Das ist 21 Sandhase. Der kostet, ich glaube, 15 oder so. 15,90 €. Da gibt es eine kleine Version, die heißt Baby-Sandhase. Die kostet 8,90 € und hat auch schon 87 Punkte. Also das kann man echt, echt kaufen. Wenn einem dieser Stil schmeckt. Aber das ist schon in Richtung Orange gehend, aber es ist sehr, sehr gut gemacht, völlig fehlerfrei und wirklich saftig. 395082. Und nichts Zucker. Das ist richtige Saftigkeit. Das ist noch reduktiv. Mhm. So eine leichte Salbeinote. Ja. Das stimmt. Und auch Speck. Das ist jedenfalls eine sehr schöne Nase, sehr straff, sehr klar. Klar, durch diese Reduktion noch ganz leicht nervös, das stört aber überhaupt nicht. Aber ansonsten wirklich ziemlich stimmig und reintönig und animierend. Ich finde am Gaumen sehr klar und auch saftig. Mhm. Und ein bisschen mehr dieses Gelbgewürzige raus, oder? Ja, steht auch alles drin. Safran, leichte Muskatnuss. Die Ananas finde ich übrigens gut. Ja. Oh, Muskatnuss finde ich wiederum gut. Die steht hier nicht drin. In irgendeinem Wein habe ich es reingeschrieben gestern, glaube ich, bei denen. Aber das war offensichtlich nicht der. Aber der hat es auch. Ja, ist auch schon knapp, ha? Hm? Nee, ist nicht knapp. Meinst du, es sind definitiv ja. 89? Ja, okay, mit hin. Ah, Schneidmann. Schneidmann ist das der falsche Schrauber. Das ist auch der falsche Schrauber. Das ist der richtige Schrauber. Rainer Schneidmann 22 Bergmandel.
Kostet 24. Aber das macht schon auch so richtig Spaß. 394420. Wir haben es ja gerade so in 22 öfter mal, dass man im Wein ja doch recht gut bewerten, aber so ein bisschen der Trinkspaß auf der Strecke bleibt. Da ist es anders. Das macht einfach Laune. Ist recht hell, ne? Und wieder pflanzlich. Ja. Und so ein bisschen fenchelig. Ja. Hat auch wieder Avocado. Ist das Avocado? Ich finde schon. Ja, aber da merkst du jetzt den Unterschied. Das ist sehr gut, das ist schlank, das ist geradlinig, das ist kühl, das ist herb. Aber ganz die Spannung und die Substanz der letzten beiden hat er nicht. Ne? Er kriegt hinten so einen leichten Karamellton. Ich finde, dadurch weicht das Ganze ein bisschen. Ja, so eine Spur sahnig. Ja, so Sahne-Karamell oder so. Wäre das echte. Das stimmt. Das sind sogar die 8 ein bisschen knapp. Mhm. Schon, ne? Mhm. Also ein bisschen, schon recht schlank. Ja, kriegt dann auch so was Zitroniges eher. Ja. Von der Frucht. Kommt nicht hinterher. Das sind, ich bin eher bei 7. Sind nur 7. Wieder ein großes Gewächs. Zementbaden. Das ist Freier von und zu Frankenstein, Zell-Weierbacher Neugesetz 21, Georg Arbogast. Großes Gewächs. Kostet 24. 278277. Das riecht wieder fester. Ganz kleines bisschen nach Schwimmbad riecht es gerade. Ich wollte gerade sagen, der hat so ein bisschen was Unruhiges in der Nase. Ja, das ist noch, das wirkt noch so ganz leicht. Also erstens reduktiv. Ja. Was mir bei dir in der Beschreibung fehlt, das ist diese Blutorange, die er in der Nase hat. Finde ich gut. Das riecht jedenfalls ganz eigen. Und fast schon kalt. Ziemlich kühl, ne? Also, das klang jetzt recht negativ, so das ganz leichte Schwimmbad-Chlorige, aber eigentlich ist das interessant, die Nase. Das ist ein bisschen ein wildes Ding. Sehr gelb am Gaumen. Etwas buttrig, nussig. Mhm. Safran. Kommt da durch. Ja. Die nussigen Töne gleich zweimal drin stehen. Sehr eigenwillig, hä? Hinten verliert er, finde ich, so ein bisschen den Zug, den er ursprünglich hat. Ja, er hat schon Substanz und Dichte und so. Aber, ja, aber du hast recht. Hinten so ein bisschen weich. Es wird so ein bisschen buttrig und weicht so ein bisschen auf, ja. Der steht bei 89. Von der Substanz her kann ich das verstehen. Auch vom Nachdruck, den er am Gaumen hat. Ja. Hinten raus weicht er wirklich leicht auf. Ja. Aber mit diesem ganz eigenwilligen Stil, ich habe da so eine leise Idee, was das sein könnte. Das wäre das junge Schwaben von
von Beuder. Ich würde den fast nur einen Tag stehen lassen. Mhm. Der ist so eigen. Das schauen wir uns morgen nochmal an. Nein, das ist ein Kieselsandstein. Ist gar nicht junges Schwaben. Das ist noch einmal Jochen Beurer, wie vermutet, aber das ist Kieselsandstein. Kriegt nur einen Tag. Ist von diesen bodenbenahmten Weinen der etwas teurere, der kostet irgendwas um die 16 oder sowas. Also ich habe hier drin stehen bis 20, den exakten Preis habe ich nicht. Man musste da jetzt aus den Händlerpreisen das ein bisschen rausziehen. Kostet irgendwas zwischen 16 und 17 Euro oder so um den Dreh. 2,78. Oder 16 und 18 Euro. Hm? Hm? 2,78? Hm? 4,93. Bisschen rauchig. Hm, ich wollte gerade sagen, auch noch so ganz leicht reduktiv. Das ist so ein bisschen Muschelfleisch, oder? Muschel, wollte ich sagen. Ja, so in die Muschelfleisch. Hm. So ein bisschen in die Richtung geht's. Und Eiweiß, also ist ja. Eiweiß ist ja, vor allem, das ist, finde ich, das fast noch bessere Beschreibung. Schmeckt ganz schön warm, so ein bisschen süßlich und ein bisschen alkoholwarm schmeckt es. Ziemlich gelb wieder. Ja, und rot. So ein bisschen Walderdbeeren kommen dadurch. Oder Himbeeren sogar. Ja, ziemlich deutlich, das stimmt. Auch so rein, weil es wirklich in die Richtung geht. Relativ viel Schmelz. Schon ein bisschen Griff von Mürbengerbstoffe auch. Ja, und so eine leichte Karamellnote kommt hinten auch durch. Auch ein sehr eigener Stil, ne? In seiner sehr, sehr, sehr gelben Art, seiner Wärme. Schaut schon aus Saft. Wie gesagt, das wird ganz leicht durch moderaten Restzucker unterstützt. So schmeckt es jedenfalls. Für mich könnten die Walderdbeeren und Waldhimbeeren eine Spur weniger sein. Und dieses Karamell-Sahnige, was er kriegt. Ja, es geht so leicht in die Breite, ne? Ja. Es hat schon das auch das Substanz und Kraft und alles, aber es ist so ein bisschen ausladend. Aber ich würde dem fast auch nochmal einen Tag geben. Ja, momentan bin ich eher für 8, weil mir das alles so ein bisschen too much ist. Ja, das ist und vor allem, weil es so ein bisschen zerfließt. Ja, eben. Geht mir schon auch so. Geben wir mal 8 und schauen mal, was er mit noch am Tag Luft macht. Das ist, weil ich jetzt gar nicht drauf kommen, aber den haben wir ja auch noch. Das ist Toni Joost, Bacharach im Hahn, großes Gewächs 22. Der kostet 27,50. 395,475. Das ist eine recht helle Farbe jetzt wieder, so mit fast ein bisschen Grüneinschlag. Ja, so riecht es auch, oder? So ein bisschen. Das ist ganz hell. Wobei so ein bisschen was Schwarzes drin hat, ne? Ja. Aber kühl und schlank. Ein bisschen grüne Nüsse. Vielleicht der Pistazienton. Ganz.
Ja, am Rande, stimmt. Das ist so der totale Antipode zu diesem reif, fruchtigen, warmen Stil, den wir gerade vorher hatten. Ne? Dieses kühle, reduzierte. Ja, den haben wir hochgestellt, ne? Aber das sind 8, das sind nicht mehr. Glaube ich auch. Ja, gut, aber wir haben es probiert. Also das ist noch einmal der Rotlauf, den wir vorsichtshalber, damit wir ihm nicht Unrecht tun, noch mal rein haben. Weil er uns ja schmeckt, aber es sind nicht mehr. 394766. Das riecht nur ein bisschen verschlossen, aber relativ fest und sehr klar. Die floralen Töne fehlen. Ach nee, hast du reingeschrieben. Ja, das sind so ein bisschen weiße Beeren, so in die Richtung gehend, oder weiße früchtige, weißfruchtige Töne hat es. Es wirkt. Ja. Genau, das Florale steht drin, ja. Ja, am Gaumen relativ hell, klar. Also minimale Phenolik und noch hefige Töne. Das wird auch so ein bisschen Kiwi. Kiwi? Mhm. Ja, ich darf zwar kein Kiwi mehr essen, weil ich allergisch drauf bin, aber es geht wirklich in die Richtung. Ja, finde ich gut. Das ist auch ein ordentlicher Biss, ne? Ja, und eine ziemlich kalte Mineralik im Hintergrund. Der steht jetzt wieder bei 89, da kann man ein bisschen drüber streiten, weil es jetzt nicht übermäßig tief und komplex ist. Eine gewisse Spannung hat er halt. Ja, da ist schon Substanz da, deswegen würde ich ihn lassen. Ja, ist vielleicht ein bisschen knapp, aber ich glaube, man kann es ihn lassen. Es sind halt gerade so. Sind gerade so. Das ist noch einmal Hans Wisching. Dieses Mal ist es die Iphöfer Kammer 21, auch großes Gewächs. Ist günstiger als der Julius Echterberg, kostet 28. 278283. Das ist wieder so ein bisschen mehr in Richtung Naturwein gehend. Hä? Mhm. Das ist phenolischer in der Nase, das ist ein bisschen Buttertöne. Ich finde, es riecht auch Rauch. So ganz, ganz, pass auf, es riecht minimal, also ganz wenig. Was kommt furchtbar jetzt? Dezent. Ein bisschen nach Mehl. Mehlig? Mhm. Ja, das macht dieser phenolische Ton, vielleicht in Verbindung mit so einem kreidig-mineralischen Hintergrund. Ich kann den Eindruck wirklich verstehen. Minimal? Ja, ja. Ganz wenig. Ist das nicht so ein bisschen auf das Mehl, so frisch auf so eine frische Brotkruste draufgestreut? Ja, so. Irgendwie und sowas ist dann auch noch was drin, also sowas leicht gelb-exotisches. So langsam hat man ja den Eindruck, dass wir um diese gelben, würzigen und gelb-exotischen Dinge nicht mehr ganz rumkommen, weil der Klimawandel halt das wirklich so verändert, dass die Weine so langsam in die Richtung einfach gehen alle. Wobei das fast noch ein bisschen nach Holzfass auch riecht. Ja, das hat was Dunkles auch drin. Naja, das ist zum Glück knochentrocken, weil der Wein relativ reif wirkt, auch so ein bisschen buttrige Töne wieder hat, Schmelz hat. Wenn das jetzt Zucker hätte, würde das zerfließen.
so zerfließt es zum Glück nicht so. Oder eigentlich gar nicht, finde ich. Das ist relativ fest, oder? Zerfließt auch nicht. Hat einen schönen, festen Kern. Ja. Wieder so eine wirklich kreidige Mineralik, die da hinten kommt. Bisschen Muskat. Muskatnuss ist wieder drin, genau. Das ist sogar recht auffällig, ne? Mhm. Ich finde den gut bei 89. Ich finde, dass er die auf jeden Fall verdient mit seiner Festigkeit. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es schon einer mehr sein kann. Ich würde den mit den anderen zwei nochmal probieren morgen. Mhm. Sicherheitshalber. Aber die 9 hat er auf jeden Fall. Das ist der Junges Schwab. Ah ja, Stil ist es nicht so weit entfernt. Das ist noch einmal Jochen Beuder. 21 Junges Schwaben. Der kostet jetzt schon ja auch so knapp unter oder knapp über 30, je nach Angebot. 393901. Das wird sehr hell in der Farbe, wieder mit so ganz leichten Grüntönen drin. Ja, und es riecht auch völlig anders. Es riecht sehr jugendlich. Ja, ich weiß auch, was das ist. Das ist aber schön. Ja, das ist Fürst Löwenstein, das ist so typisch. Also das ist, wenn jetzt wahrscheinlich, ich falle ja manchmal fürchterlich drauf rein und dann lachen wir alle dreckig, aber das kann da eigentlich nichts anderes sein. So ganz zarte, helle, florale Töne drin, das Ganze ist kühl, das Ganze ist eigentlich verhalten, aber präzise. Das ist ein Wein, den man mal gern unterschätzt. Und dann machst du den 4, 5, 6 Jahren auf und denkst so, oh. So am Gaumen so, ist ganz schlank, kühl, hell, feinsaftig, präzise. Dann kommt so gleich kalkig, steinige Mineralik im Hintergrund. Der ist schon fest, der hat auch eine gewisse Tiefe. Ja, das ist, sag ja, das, durch diese Leichtigkeit, die der Wein hat und diese völlige, diese leise Art, und völlig unaufdringlich, geradlinig, übersieht man den ganz gern mal. Auch der kriegt so eine ganz leicht exotische Note. So winzige Spur, ja. Und ein bisschen Mandarinen schon. Ich finde vor allem das Mandarinige. Jetzt auffällig. Der steht schon bei 90. Mhm. Ja, das ist auch so eine knappe Entscheidung, weil er ist halt wirklich sehr schlank. Aber es ist so in sich eigentlich eine Schönheit. Ich glaube, dass der noch schlank wirkt. Der ist schon festgelegt. Du meinst, ich rede jetzt gerade davon, dass der Wein gerne dass er gerne unterschätzt wird und dann mache ich genau das? Kann vorkommen. Ich finde ihn nicht so schlank, wie du jetzt beschreibst. Ich finde, er macht im ersten Moment nur einen schlanken Eindruck, aber der hat einen festen Bauch. Ist auch eine gewisse Tiefe da. Ja, die Aromatik ist eher hell, aber trotzdem im Hintergrund kommen da so ganz leichte dunkle Töne auch durch. Ein bisschen so grüne Nüsse, Tabak. Hm. Ja, vor allem, der hat so eine schlafwandlerische Balance. Ne? Das ist halt alles stimmig in dem Wein. Ja, lass mir eben die 90. Ja, das war jetzt wirklich keine Hexerei. Das ist Homburger Kalmut Coronilla, nicht Colonilla. 21 von Fürst Löwenstein. Ja. 12,5%, das wirkt fast leichter. Kostet 35. 278406. Also auf mich wirkt es fast leichter. Die Kim hat ja gesagt, so leicht ist der gar nicht. Nee, ich finde es. Das ist nur der erste Eindruck. Übrigens auch so, nehmen wir noch mit ganz leichten Grüntönen, aber die Farbe ist ein bisschen dichter. Die Nase recht fest geschliffen.
Hat sogar gewisse Verwandtschaft zu dem anderen, mhm. aber wirkt ein bisschen dichter. Ein bisschen mehr so schwarzbärige Anteile hat es. Und? 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 Was denn? Muskatnuss. Muskatnuss? Schon wieder? Ja. Was hast du denn gestern gegessen? Pommes. Ja. Pommes. Hast du jetzt aber überlegen Kinder. Müssen? Ja, okay. Weiß mir, da habe ich gestern überhaupt was gegessen abends. Aber ja, habe ich. Pommes von meinen Kindern. Nur Pommes? Hm. Echt? Die Chicken Nuggets haben sie nicht übrig gelassen. Achso, die haben vor dir gegessen. Nein, oder? Ich habe meinen Kindern was zum Essen gemacht. Und dann war ich ein bisschen später wegen der Theaterprobe. Dann habe ich halt das gegessen, was noch übrig war. Okay. Ich bin nicht so der Chicken Nuggets. Nein. Fan. Nein. Also war das auch nicht schlimm, dass nur Pommes übrig war. Verstehe ich sehr gut. Also gut. Ist ein bisschen floral. Bisschen dunkelwürzig und schwarzbärig mit drin. Was leicht Rauchiges ist da dabei. Es riecht aber alles recht fest. Hm. Ist mir gar nicht mehr gewöhnt, dass Weine mit merklichem Zucker auch noch gibt. Waren so viel sehr trockene dabei bis jetzt. Das hat schon auffälligen Zucker, aber es hat auch viel Saft. Und auch klaren Saft, reifen Saft. Einen gewissen Griff von sehr mürbem Gerbstoff und eine marmorierende Säure. Am Gaumen wieder schwarze Beeren, ne? So ein bisschen schwarz-johannisbeerig so in die Richtung geht, oder? Ja. Ah, das ist doch fast sauer, oder? So wie das schmeckt. Oh, da steht Wasabi drin, das stimmt, hinten raus. Ja, ich finde meine Muskatnuss immer noch zutreffend. Oh, da habe ich die nicht reingeschrieben. Nein. Bist schon fast beleidigt. Fast. Lauter selber reden. Ne? Das waren die Pommes. Die Pommes haben abgelenkt. Die Pommes haben abgelenkt. Ich habe Hunger. Ich habe heute noch keinen Bissen gegessen. Ein Knäckebrot. Ja, aber der ist schon lang. Der ist lang und der hat auch eine Dichte. Also. Ich brauche den Zucker nicht. Ja. Aber das muss ich ja nicht jedes Mal dazu sagen. Deswegen mache ich es ja. Aber das hat halt schon gewisse Klasse, ne? Das ist dicht, saftig, relativ komplex, hat Mineralik, hat gewisse Tiefe. Das ist halt ja schon mit etwas mehr Anspruch. Naja. Das ist lustig, weil das ist der 21er. Horst Sauer, Escherndorf am Lumpen 1655, den hatten wir letztes Jahr schon mal, da haben wir ihm 90 Punkte gegeben. Der hat also eher noch zugelegt. Kostet 27. Für GG geht es ja. 278, 279. Ah, das ist wieder wesentlich gelber in der Farbe. Naja, gut, okay. Das ist der letzte Wein. Ne? Das ist wild. Das ist halt sehr wild. Das ist ein bisschen offen, so minimale Oxidation drin. Das ist sehr gelb. Das ist so ein bisschen senfartig oder Senfgurkentöne ja. Hat das in der Nase. Ja, fast so ein bisschen Estragon. Und zart floral ist das nicht. Das ist schon floral. Estragon ist gut. Mhm. War das? Hm, das war ein. Ja, siehste mal. Jetzt fällt dir auch auf, dass ich was kann. Weil ich das vorher ja nicht gewusst habe. Das ist ein bisschen Muscheln oder so. Venusmuscheln. Ja, so eine Richtung. Knoblauch. Knoblauch, war nicht schlecht. Ja, jedenfalls ist das ein wildes, komplexes, dichtes Ding, ne?
Knoblauch. Ja. Naja, es ist auch am Gaumen ziemlich konzentriert, saftig, auch ganz trocken, auch wenn diese cremig-Saftigkeit die hat, weil es ist schon wenig cremig, die Säure ist sehr verhalten. Eine Süße vorgaukelt, die gar nicht da ist. Das ist halt echte Fruchtsüße, nichts mit Zucker. Ein bisschen buttrig. Oh, wieder Karamell. Ja. Und auch ein bisschen Malz, oder? Ja. Ja, und auch so ein... Das ist sehr... Wie soll man sagen? Es ist relativ offen. Das ist so... Mhm. Halt... ungeschwefelt. Trotzdem hat es einen festen Kern. Mhm. Ja, das ist total eigen, aber es ist konzentriert. Komplex. Saftig, hat Nachdruck. Ohne jetzt besonders viel Alkohol zu haben, das so wirkt er gar nicht. Ne? Ja. Wirklich Alkoholwärme ist da eigentlich. Der Wein hat schon eine gewisse Wärme, aber die kommt eher durch diese hohe Reife und Frucht und Würze und weniger durch den Alkohol. Habe ich so den Eindruck. Das ist sicher nicht jedermanns Sache, das ist so ganz speziell. Aber es ist schon sehr gut. Kann ich mit 91 gut leben. Dann habe er sie. Ja, das ist jetzt noch einmal Beurer. Halt, was ist denn das? So rum. Nothing. Riesling ohne alles. Schwäbischer Landwein. Du hast schon her, der hat doch 13,5. Das fällt gar nicht auf, weil der Wein so dicht ist. Naja. Lass mal einen anderen Tag stehen, glaube ich. Kostet, Moment. Vor allem will ich da ein bisschen drauf rumtrinken und so schauen, wie gut mir das gefällt. Ja, der kostet so Mitte 50 Euro. Ich habe jetzt da bis 60 stehen, aber ich glaube so 55 am Hof, sowas um den Dreh. Oder 52 am Hof. Nagelt es mich nicht fest. So in der Größenordnung. Jetzt muss ich nur das Datum vorstellen, wenn wir den nochmal einen Tag probieren. So in der Größenordnung ist es zu Hause. Gut, das war's für heute. Wir sehen uns die Woche nochmal. Es kommt darauf an, was ich heute mache, ne? Aber ich könnte es einfach, ich muss ja Spätburgunder machen. Also, wir sehen uns auf jeden Fall sehr bald wieder. Bleibt also dran, wir bleiben auch dran. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss.